Hallo, schönen guten Abend, E-Bus-Freunde. Heute möchte ich noch mal ein Kurzreferat halten über das Thema Auslesen der E-Bus-Daten einer Wolf-Gastherme. Wir haben hier eine GGE von Baujahr 97 mit einem DRT-Regler dran. Situation ist die, ich habe mich in dieser E-Bus-Wiki-Seite durchgelesen und habe also diese Pegelwandler gebaut für die serielle Schnittstelle. Und kam ums Verrecken nicht zurecht, was das Auslesen der E-Bus-Daten anbelangt. Deswegen möchte ich es jetzt mal kurz erläutern. Der Trick ist folgender: Man kann sich, wenn man nicht genau weiß, ob man den Pegelwandler richtig aufgebaut hat, einen Piezo-Lautsprecher oder eine LED in die Ausgangsleitung zwischen dem eigentlichen Pegelwandler und dem MAX 232 legen. Das hat den großen Vorteil, dass man die Leitung abhören kann und hört, wenn da jetzt also irgendwelcher Quatsch entsteht oder sozusagen, dass das richtige serielle Signal ist. Das richtige Signal muss ich anhören wie so ein Modem. Ich kann hier gerade meinen Lautsprecher dran halten. Man merkt also auch, dass es kommt immer so in Abständen, nicht durchgehend. Und das ist halt, das soll so ein Kratzen sein. Ich stelle jetzt mal hier an diesem Poti, diesen 10 Kilo-Ohm Trimmer, der also auch in diesem Musterbild aus dem E-Bus-Wiki drin ist. Ich stelle den jetzt mal bewusst falsch ein. Dann hat man natürlich auf der seriellen Schnittstelle trotzdem jede Menge Daten. Das sieht man also auch in dieser E-Bus-Software, die ich mir hier mal runtergeladen habe, diesen Konnektor. Und man meint Wunder, was man da alles für Protokollsachen runterlädt, stellt aber letzten Endes fest, dass das also nur Schrott ist. Ja. So, und dann kann man nämlich jetzt hier schlicht und ergreifend feststellen, dass wenn ich diesen Regler hier richtig einstelle, wird man also feststellen, dass das aufhört und dann wieder richtig normal läuft. Deswegen, also wenn man sich einen Lautsprecher in die Leitung reinhängt, dann kann man wesentlich besser abgleichen als ohne. So, und wenn man sich jetzt mal das Datagramm anschaut, dann sieht man also auch hier in dieser merkwürdigen Software, dass die immer einen Read-Fehler angibt, weil die nämlich die Befehle nicht kennt von dieser Therme. Man kann aber schon erkennen, dass also pro Datenblock immer wieder die gleichen Anweisungen kommen. Also insbesondere immer hier so nachgetrödelt, hier diese lange Zeile mit der 14 hier am Ende, die also auch irgendeine Bedeutung hat. Das war vorhin mal 16 gewesen. Das muss man dann halt eben einfach nochmal genauer auslesen, was das im Einzelnen für Werte sind. Aber so sieht das dann also aus. Ne, man hört jetzt also auch schön, die Datenübertragung ist synchron zu dem Lautsprechersignal. Das war's erstmal.